Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei den Chaos-Ossis mit Robert. Und Daniel, hallo. Wir machen jetzt mal weiter mit der Hauptmission, die lautet, wir bauen uns eine Roboterarmee. Yay! Und während... Wie habe ich mit einer Freundin spaßeshalber gemacht? Wir hatten uns mal, war schon ein paar Jahre her, so einen Plan gesetzt, wir wollen den Bundestag stürmen. Und da sie zu dieser Zeit so ein technisches Studium gemacht hat, hat sie gemeint, sie baut einen Roboter. Und hat sich dabei versprochen, das hänge ich hier immer noch nach, sie meinte nämlich, sie baut einen Roboter, der auf Passanten scheißt. Jo, das ist immer noch Running Gag bei uns. Verstehe ich vollkommen. Ah, war gut. Definitiv. So, mal gucken, ob ich es jetzt anmachen kann. Skin-Anpassung. Aha, endlich. So. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, ja, Daniel, wie weit bist du mit deinem Urlaub? Genau, ich bin aktuell frisch noch in Abu Dhabi, gerade beim Ablegen eigentlich. Also die Folgen kommen ja von Borderlands immer um 16 Uhr raus. Und ablegen in Borderlands, Borderlands sag ich schon. So weit ist es schon. Ablegen in Abu Dhabi ist heute um 16 Uhr gesagt. Das heißt, ich habe einen schönen Tag im Orient hinter mir. Und mache mich jetzt auf den Weg nach Dubai. Ja, yeah, cool. Dubai. Mit dem höchsten Gebäude auf unserem Planeten. Obwohl ich nicht mal weiß, ob ich da hochgehen will. An sich hochgehen wollen ja, aber das ist es nicht. Diese Station ist schon lange das Problem, was ich damit habe, ist, dass dieser Ausflug damit verbunden ist, so eine fette Shoppingmeile zu besuchen. Darauf habe ich absolut keinen Bock. Oh Gott. Shopping im Urlaub, na klar, logisch. Jetzt, wo ich frei bin von muss sein. Sieht die Zukunft so hell aus. Ein neues das Burj Al Khalifa oder so heißt das Ding. Felicity. Al Khalifa. Von jetzt stimmt. An bin ja, klar. Warum auch nicht? Rufe den Zug. Ich glaube, wir sollten unsere Dinger hier wegfahren. Müssen wir nicht. Warum nicht? Das war eine andere Frage. Hä? Was denn? Auf den Zug. Ach, wir müssen darauf. Ruf den Zug. Ruf. Wozu bin ich dann jetzt hier runtergefahren? Keine Ahnung. Zug fährt ein. Puh. Sehen wir uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Laufen. Wir brauchen einen Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern und alles retten wollen und so. Kapische? Aha. Ich dachte, der Zug soll kommen. Weiß nicht, aber erstmal. Ist ja ein Schuburat. Und noch ein Schuburat. Schubu, 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 Schubu. Warte auf den Zug. Ah, das machen wir schon die ganze Zeit. Aber das ist ein toller Bahnhof. Hier gibt's Live-Unterhaltung. Oh ja, genau. Wer braucht einen Helden? Zug kommt. Na, da kommt Zug und gleich ist dein Ding kaputt. Ich wette, der hält genau davor an. So, wir können alles einsteigen. Ich bin gerade um 25% verhübscht. Yes, Jack! Was denn? Ich stehe auf der anderen Seite. Titan Industrial Facility. Hier erschaffen wir also die super coole Roboterarmee. Ehrlich gesagt, ich bin etwas enttäuscht. Sei doch nicht so negativ. Offenbar wurde der Laden hier zu einer Geisterstadt, seit Dahl sich nach dem großen Bersten aus dem Staub gemacht hat. Wir müssen zur Abteilung für Powersuits und alles wieder hochfahren. Na dann, ab geht's zur Abteilung von Powersuits. Hier könnte alles von Torx verseucht sein. Wir haben ja auch nichts besseres zu tun. Ich hoffe, wir haben keine wichtigen Systeme. Oh, weiße Waffe. Trotzdem, du schlägst dich wacker. Das ist schon mal, die Tür klemmt. Vielleicht irgendwie manuell blockiert. Wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Liegt vielleicht an diesen Such komischen Dingern hier oben? Mich an. Ja, eventuell. Wette, dass sich da was machen lässt. Ach, hier oben kommt man durch, oder? Nee, kommt man nicht. Schade.
in der Richtung. Komm, greif mich an. So ist brav. Oh, weiße Wache. Perfekt. Gib mir einen Moment, um mich zu integrieren. Hier läuft kaum Strom durch. Die will sich integrieren. Das ist doch schön. Tada! Noch mehr Kraubzeug. Du, bei den Kleinen brauchst du keine Munition verschwenden. Lass sie einfach mich angreifen. Nicht? Aufgrund dessen, da sie dann resistent in Flammen aufgehen. Schön. Diese dreckigen und dabei draufgehen. Kabelkauer sind überall. Ich hasse sie. Außerdem scheinen sich Scavs hier eingenistet zu haben. Komm her und such mir einen Konsolensteckplatz, damit ich sehen kann, was vor uns liegt. Und bisschen blutig. Unterwegs ein paar von diesen Viechern. Installiere Dingens. Dann installieren wir mal Dingens. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß es machen kann, neue Systeme zu erkunden. Also, hinter diesem Gebäude liegt der Stingray-Fabrikkomplex und dahinter die Bordfabrik. Eigentlich ganz einfach. An verriegelten Toren bringe ich uns vorbei. An etwaigen Dummköpfen bringst du uns vorbei. Wie die einfach in Flammen aufgeben, ist das niedlich. Natürlich ungünstig, wenn neben mir ein Fass explodiert. So. Da. Robert, du bist so ruhig. Ich muss doch nicht immer was sagen. Ich habe mich jetzt total aufs Spielen konzentriert, weil du jetzt die ganze Zeit geredet hast. Noch eine blockierte Tür. Vielleicht geht sie auf, wenn du kräftig Man weiß nur nie, wie so eine Mikros machen. Bei Petty haben wir manchmal das Problem, dass dein Mikro zwischendurch aus ist, weil er eine bestimmte Taste aus Versehen drückt. Ach, dann wunderbar. Nee, das passiert bei mir nicht. Meins funktioniert. Alter, diese verdammten... Es könnte sein, dass du das Ding killen musst. Stirb. So, dann machen wir weiter. Das Ding wird verwickelt vorfällt. Ah. Du Scheiße. Der ganze Wein hat so gut wie keinen Saft. Und die alten Geschütze funktionieren noch. Sowas bin ich bald auch, oder? Eine Waffe. Wieder mal. Na, immer wieder. Die Waffe. Oh. Ja. So. Gehen wir mal weiter. Na gut. Wolf kann sich da ein bisschen beschäftigen. Für so hässliche Viecher vermehrt. Das ist der Eingang zur Stingray-Fabrik. Kannst du mir Zugriff zur Torkonsole verschaffen? Das war eine rein rhetorische Frage. Ich meinte, verschaff mir den Zugriff. Wir haben ein Problem. Los. Das Sicherheitssystem ist ziemlich heftig, also... Ja? Was denn? Sorry, ich mache uns die Tür auf. Kümmere du dich um die Geschichte. Ist ja schlimmer als Claptrap. Klasse. Kommen wir zur Sacke. Die Weltbeteiligung 25% von... Schütze gehackt. Sie feuern jetzt nur noch auf Torx. Das sollte helfen. Ich krieg dieses störrische Ding auf. Hoffe ich. Hey, Kinder, wie geht's da unten? Amüsiert ihr euch gut? Läuft alles nach Plan mit der Roboterarmee? Hm? Mit dem Haufen Gewalt kriegen wir das schon hin. Supi, dann also bis bald. Siehst du das eigentlich direkt, wenn ich markiert habe? Auch durch ein blaues Zeichen? Nee. Auf einen digitalen Keks. Fällt mir leider nicht auf. Ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Also, nein, sieht man nicht. Das? Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, jo, die heimlich nach Concordia rein. Ja, da hast du Pech. Aber im Endeffekt müsstest du eigentlich die rote Markierung sehen. Nein, wirklich nicht. So. Wo müssen wir endlich lang? Immer der Nase nach. Immer der Meinung nach. Also in diesem Fall wird es nur links nach. Charmant. Anscheinend haben Scavs primitive elektrische Felder errichtet, um Torx fernzuhalten. Folge dem Kabel. Mal sehen, ob wir es deaktivieren können. Was für ein Kabel? Ich weiß ja nicht... Ach, hier geht's lang. So. Kommst du? Ja, warte doch mal.
Hab die ganze Zeit geguckt, wo du lang gehst. Da oben sind 2 Kisten. Na, nicht. Gut. Na, ganz normale Kiste. Da. Komm. Brav. Diese Kabel müssen an einem Hauptsicherungskasten angeschlossen sein. Logisch. Folge ihnen. Ja, sie na zeigen klar. Uns, wo es rausgeht. Halt! Hm. Weißt du, bei mir rufst du halt und selber greifst du immer zu. Warum? Nein. Ich guck nur, wenn. Ich warte nur, wenn es aber. Sagen wir mal so, wenn es nutzloses Zeug ist, kann ich das ja wohl mitnehmen, oder nicht? Sicherungskasten. Wird er deaktiviert, kommen wir an dem letzten elektrischen Feld vorbei. Komm. Allerdings komm. Werden dadurch wohl auch alle anderen Felder mach abgeschaltet. Hin. Also, Vorsicht vor Trox. Ist egal, los. Geh mal in eine andere Richtung. Oh, hier kommt man gar nicht lang. So, be rare. Oh, hier liegt überall Schrunz rum, ist das schön. Braucht jemand Heilung? So. So. Geh mal weiter. Ordentlich Tasterchen. Hier oben geht's weiter. Du bist verfolgt. Ich? Renn. Ja. Flatsch. So. Da, was haben wir hier? Oskets, die hier blau leuchten. So. Ich war vielleicht Mitanführerin einer Scav-Bande. Trotzdem fand ich diesen ekligen Ausschuss der Menschheit immer widerlich. Ja. Jeder gekillte Scav macht das Universum zu einem saubereren Ort. Das ist richtig. Einmal quer durch den Raum geschossen. Deine Granate ist geil. Und mein Eisraketenwerfer gefällt mir noch mehr. So. Bisschen nachladen hier. Ich will mal gucken, was ist das eigentlich für eine Granate? 4 Jahreszeiten an einer Granate zerschlägt Atemmassen, schädigt Feinde kontinuierlich, solange sie sich im Wirkungsbereich der Granate aufhält. Also, da kommen wirklich alle 4 Korrosionsschäden. Boah, die sind hier süß. Komm her. Just fuck you. Komm da hoch, ich bin weh. Ich war doch gerade hier irgendwie oben. So. Oh, das hört sich nicht gut an. Habe ich gerade was du verpasst? Du hast unseren Riesenlaser erobert. Kriegst du Fleißbildchen? Yay! Ich habe das gerade total einseitig gehört. Also der Laser war gerade nur auf einer Seite vom Ohr zu hören. So, was machen wir jetzt? Hallo? Da durch. Hilfe! Ich werde im Hauptkontrollraum festgehalten. Ja, ja. Ich liege genau vor dir. Meinst du, du könntest mich nun ja retten? Nö. Die verdammten Scavs fressen mich, wenn sie merken, dass ich nicht das bin, was ich vorgebe. Na dann los. Wollen wir mal nicht so sein. Wir sind auf dem Weg. Wir gucken uns die Lage mal an. Und entscheiden dann individuell. Als erstes müssen wir die Scavs töten. Und wenn wir die nicht mögen, dann erschießen wir ihn, okay? Ja. Sehr schön. Das ist ein Plan. Kann in den Raider fliegen kann man? Nein, natürlich nicht. Du
Ja, ja. Alles gut. Ein schöner Raketenwerfer. Hm? Oh, wieder eine weiße Waffe. Oh, eine Dahlkiste. Die mache ich noch nicht auf, erst wenn du da bist. Hä? Ach, du bist da unten. Ja, ja, ich kämpfe hier noch. Ich habe hier oben auch ein paar zerlegt. Kriegst du es hin? Boah, jetzt bin ich sauer. Oh, oh. Fick dich! Der wollte nicht sterben, kann das sein? Vielen, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich saß hier ewig. Jetzt komm mal mit hoch. Komm rüber, ich öffne die Tür. Weiße Waffe? Also, du solltest häufiger mal Kisten und alles durchsuchen und Schränke. Mach ich immer. Ah, sehe ich, wie du an sich bist. Immer mache ich das, immer. So, wie kommst du da hoch? Ach, hier hochstampen, wa? Genau, richtig. So, na dann. Öffne die magische Truhe. Ah ja, gut, okay. Klasse, Doppelgänger, Doppelgänger, Doppelgänger. Und Baroness. Gut, dann nehme ich die. Gut, das war dann doch nicht so gut. Wie ich dachte. Guck mal, achso, Kisten sind offen. Brav. So. Ich war hier so am Umforschen an einem meiner Lieblingsprojekte, als die Scans ankam. Sie wollten mich zerstückeln, da sagte ich, ich sei Arzt. Ich bin zwar Doktor, aber kein Mediziner. Ich arbeite für die Forschungsabteilung von Hyperion. Wie das absolut nicht interessiert. Hey, Jeff, ist der Fall? Ich kenne ihn nicht. Jo, wie heißen Sie? Oh, sorry, mein Freund. Gladstone Kator, Abteilung D. Was führt dich hierhin? Abteilung D? Da verstecken Sie doch die Intelligenzbestien, die an so supergeheimem Scheiß arbeiten, oder? Ich forsche an experimenteller Technologie. Die Abteilung lässt mich die Sachen hier benutzen. Was machst du hier? Nun, Gladstone Katoa, ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laser dort von ein paar schräg aussehenden Dahl-Militärs zurückerobern. Tun wir das nicht, macht der Mund bumm und halb Pandora mit dazu. Ja, Sie wissen schon. Passiert. Immer dasselbe. Oh Mann, ich hab mich schon gefragt, was da los ist. Aber was willst du denn hier? Solltest du nicht eher bei der Raumstation sein? Jack will eine Roboterarmee mit meiner KI bauen und damit die Helios zurückerobern. Ich bin übrigens Felicity. Ach so, du willst meinen Prototypen. Tja, der ist noch nicht fertig. Hä? Nein, wir wollen hier Roboter bauen. Was meinst du mit Prototyp? Ach so, ich war mit einem inoffiziellen Projekt befasst. Dem Bau eines Masterbots, der einen unendlichen Nachschub an anderen Bots digistructen kann. Cool. Ist fast fertig. Aber wegen der Scavs konnte ich einige wichtige Teile nicht einbauen. Ich würde nicht wollen, dass ihnen ein so mächtiges Gerät in die Hände fällt. Das Kerlchen da. Erzählen Sie weiter. Ja, Freund. Wir brauchen nur die Hardware zusammenbauen, dann noch eine Militär-KI installiert und wusch, schon spuckt das Ding kampfbereite Loadout. Ich bin dir weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Was? Du willst mich in einen Constructor-Bot stecken? Ja. Ich hatte mir was anderes erhofft. Oh, Constructor. Hübsch. Tja, Technik-Freak, dieser Prototyp kann also Gefechtsloader digistructen, weil, ehrlich, diese Power-Suits finde ich ziemlich lahm. Naja. Ja, absolut. Aber zuerst musst du den Prototyp fertig zusammen. Warum labern die so viel? Dazu musst du dir Zugang zur Haupt- Komm, lass doch labern. Durch das Transportgate. Ich überwache die Systeme von hier. Jawoll, vorwärts, Team Roboter-Armee. Kann ich da gar nicht mitreden? Klar, ist mir alles recht. Aber mach meine Loader zu tödlichen Waffen. Aber das wäre... Der letzte, der mich übers Ohr hauen wollte, ist jetzt nur noch eine dumm dreinblickende Ansammlung von Einschusslöchern. Klar? Warum sollte ich dich übers Ohr hauen, Kumpel? Du willst den Mond retten und scheinst ein aufrechter Kerl zu sein. Und du hilfst mir, mein Lebenswerk zu vollenden. So, können wir jetzt endlich. Super. Ich glaube ja. Leute, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Bis dann, tschüss. Oh. Wie so lustlos, Robert.